Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Wir spielen heute den neuen Tavern Brawl und dieser neue Tavern Brawl hat wahrscheinlich wieder was mit dem Blackrock Mountain zu tun. Oder besser gesagt, ist nicht der Blackrock Crash. Okay, es ist der Burndown. Ragnaros is looking for the strongest deck. Take control of a random deck. If you lose, you'll get a copy of your opponent's deck. How long can your deck survive the Burndown? Finde ich eine ziemlich geile Sache, ein ziemlich geiles ein ziemlich geiler Spielmodus, weil man halt einfach sagen kann, hey, wir können jetzt einfach mal feststellen, welches Deck halt wirklich das Allrounder-Deck ist. Welches Deck gewinnt am meisten gegen die meisten Leute? Wahrscheinlich haben sie dann dort irgendwie so bestimmte Meta-Decks reingepackt, sowas wie Warrior, also hier gerade Control Warrior. Wir werden jetzt hier Zoo Warlock spielen oder sowas. Und dort kann man einfach mal gucken, wie gut funktioniert das Ganze. Okay, wir haben Discard plus Sacrifice und er hat Iron and Steel plus Taunt. 874. Ich weiß nicht, was diese 874 hier bedeuten. Aber irgendwas werden die hier sicherlich heißen. Blablabla. Nee. What the fucking War Golem? Okay. Das sind jetzt nicht die super guten Karten, die ich hier gerne gesehen hätte. Scheinbar ist es also doch nicht so meta-basiert. Aber vielleicht wäre das mal so eine ganz interessante Sache für Blizzard, dass sie einfach sagen, hey, wir gucken, welches Deck momentan dominant ist oder am dominantesten ist und ob es einfach vielleicht nur so viele gute Warrior-Spieler gibt oder warum ist dieses Deck hier halt gerade so absolut sick. Finde ich einen interessanten Plan, haben sie zwar nicht durchgeführt, aber vielleicht wollen sie damit halt irgendwas Neues bezwecken oder besser gesagt irgendwie so eine eigene Auswertung halt ranschaffen, ob vielleicht auch noch andere Decks irgendwie legit sein könnten oder sowas in die Richtung. Warum spiele ich da so eine Karte drin? Cauldron Elemental. Why? Ich habe nicht mal irgendwelche Elementals hier am Start. Also warum sollte ich da hier irgendwas machen? Ah, ich könnte Fist of Jyraxxus spielen. Das wäre eine relativ interessante Sache. Ich könnte discard the lowest cost card. Das wäre der Coin. Wenn ich jetzt aber sage, ich coine. Ich attacke. Ich spiele den Reckless Dire Troll. Fist of Jyraxxus wird discarded. Hitte den für 4 mit der Faust des Todes. Und im nächsten Zug könnten wir einfach nochmal Fist of Jyraxxus spielen. Ich weiß, es war ein bisschen. War ein weird Play. Man muss es halt einfach sagen, weil. Ja, ihr habt selber gesehen, wir mussten den Coin dafür opfern. Und das ist eigentlich nicht so eine gute Sache, irgendwelche Sachen einfach zu opfern. Aus Gründen, die ihr sicherlich kennt, aber das ist doch schon eine ganz gute Sache. Jetzt müssen wir mal gucken, wen wir denn hier treffen. Ist es dein fucking Ernst? Zweimal Face. Sagt aber nicht Face, gell? Das sagt einfach Random Enemy. Er hat sich einfach gesagt, okay, ich schlag dir zweimal ins Gesicht, Junge. Ja, ich hätte es andersrum machen können. So, und dann hat er ja weniger Rüstung gekriegt. Ist aber fein. Bis jetzt, stehen wir in Ordnung da? Ich glaube, ich weiß, warum hier. Oh mein Gott, ey, what? Das sind Wildcards mit drin in diesen Decks? Okay. Wir lifetaben mal. Es ist der Doomguard und wir geben ihm den Curse of Rough Harm. 2 Damage für dich. 1 Damage für uns wegen Patches. Aber das Gute ist, Curse of Rough Harm, das war so eine Karte, die wurde leider nie gespielt, aber ich persönlich finde sie eine echt anständige Karte eigentlich, weil. Gerade wenn sowas passiert hier halt, er denkt sich so, Curse of Rough Harm, I don't even care. Dann, add 3 random cards, you discarded this game to your hand. Ich habe bisher eine Karte discarded und das wäre Fist of Jyraxxus gewesen. Komm, wir probieren's. Bitte den Ultrasound High Priestess. Ist trotzdem fein. Ist actually trotzdem fein. Also ich denke, das ist vollkommen in Ordnung, dass wir sie jetzt hier doppelt gekriegt haben. Und damit haben wir hier halt die Möglichkeit über die Soul Warden jetzt auch noch so Sachen zu ziehen, die uns was bringen. Okay, Improve Moral. Ja, oh nein, er hat den Lucky gekriegt. Oh mein Gott, wie lucky das ist. Das ist ein High Roll auf dem Lucky gewesen, einfach nur.
Hyrule of the Lackey. Ja, komm, gib mir mal ein paar Karten. Er lässt sich halt hier zu Tode cursen, das ist einfach super geil. Er wird niemals irgendwie großartig Rüstung aufbauen können, wenn er die ganze Zeit sagt, hey, ich lass den Curse einfach auf meine Hand und spiel weiter. Aber krass ist trotzdem, dass er sich halt so hart stallen kann, dass es einfach bisher noch nichts gebracht hat. Wir haben ihm noch keinen einzigen Damage gemacht. Das ist halt, es ist halt wirklich strong. Okay. Gut, er attackt jetzt zweimal. The Cube it is. The Cube it is. So, wir hitten hier. Wir spielen den. Wir spielen den. Doppel Hyreek grants me Wings. Und zwar die guten Chicken Wings. Und dann schauen wir einfach, dass wir jetzt hier mal ein bisschen gegen den Warrior controlen. Ich überlege mir die ganze Zeit einfach aus Spaß Darkest Hour hier jetzt rauszuspielen, um unser komplettes Board einfach zu wipen und wahrscheinlich schlechtere Minions rauszuziehen, als eigentlich hier jetzt drin sind. Aber ich meine, hey, wir wollen uns... Oh nein. Wir wollen hier uns hier eigentlich jetzt keinen Loose gönnen oder sowas. Ja, wir healen uns. Wohin hättest du denn? Ah, in die andere. Okay, dann kann das hier kaputt machen. Schade. Ja, Darkest Hour ist wohl hier nicht die Sache, die wir spielen werden, Leute. Darkest Hour ist wohl ganz sicher nicht die Sache, die wir hier spielen werden. 50-50 Fist of Jiraxxus. Ah, Face. It's always the face. It's always the face. Holen wir uns den zweimal. Ich weiß halt echt nicht, was in dem Deck drin ist. Was wollen wir uns denn bitte... Alternativ, Doomguard wäre gut gewesen. Ich möchte eigentlich gar keinen Minion jetzt hier gerade rausspielen. Each player transform a random Minion. Ja, komm, gib ihm. Was hat er gekriegt? Lol, er hat den... Ah, das war ein Play. Double Cube. Ich bin unzufrieden. Die Karte hier sollte einfach gelöscht werden aus dem Spiel. Die Karte ist so schlecht. Okay. The Devil. Hero Ability. Trade. Das war die Sache, die ich tatsächlich gehofft habe. Das war wirklich die Sache, die ich gehofft habe, weil ich hätte alternativ da nicht so viel dagegen machen können. Wenn ich irgendeinen anderen Minion rausgespielt hätte, hätte er mir... das Ganze über den Super Collider einfach denied und das ist halt immer eine uncoole Situation dann. Okay, weitere Discard Engines. Ich überlege mir hier gerade ernsthaft, ich könnte jetzt hier auf Discard gehen. Ja, komm, wir probieren es einfach. Nee, probieren wir es. Ja, doch, komm, wir probieren es einfach aus. Nein, wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht haben wir ja Glück. Actually haben wir ziemlich viel Glück, wenn ich ehrlich bin. Weil der Blast Crystal Potion ist super, super sweet. Damit hitten wir ihn. Ich bin die ganze Zeit irgendwie dabei zu überlegen, wie ich das hier rausspielen kann, ohne dass sein fucking Super Collider irgendwas gegen uns machen kann. Aber das ist halt leider nicht möglich. Wir gehen jetzt einfach auf den Cube und holen uns zwei fette Minions einfach raus. Weil wenn er da rein Super Collidert, macht er sich 7 Damage. Alles ist Schaden, den er hundertprozentig nicht haben will. Wenn er jetzt halt einen Silence hat, dann bin ich am Arsch. Nein! Es gibt eine Karte. Eine einzige Karte und er spielt sie. Oh. Discard your lowest cost card. Ja,
Ja, das ist okay. Dafür holen wir uns einen relativ fetten Minion ran. Hero Ability Hit. Okay. Wir haben ein ganz schönes Board jetzt. Das ist auf jeden Fall mal nicht die schlechte Sache. Der Silence, hey. Boah, Alter. Defias Cleaner, du, Alter. Okay, was kriegt er? Oh, wow. Das ist schon ziemlich strong, hey. Holy shit. Der hat Rush aber eher nicht, gell? Ich bin halt gerade echt am struggeln, ob ich jetzt die Darkest Hour spielen sollte, aber ich glaube, das wäre jetzt actually einfach nicht so sinnvoll. Sieben. Wir haben hier einen 12er Dude dann damit. Hätte sich Darkest Hour in dem Deck gelohnt, das sind so viele Crap Minions einfach drin, die wir immer wieder rausgezogen hätten. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Actually möchte ich eigentlich das Game verlieren, weil holy shit, was will ich denn bitte mit diesem Deck anfangen? Sind wir mal ganz ehrlich. Oh mein Gott, hey, kann ich ihn nicht cuben? Ich hätte ihn gerne jetzt. Oh shit, hey. Actually, ist es eine ziemlich starke Karte. Jetzt vielleicht. Die Betonung liegt auf vielleicht noch den Arsch retten kann. Wenn er jetzt nicht weitere Max hat, um ihn hier zu stallen. Um ihn hier fetter zu machen. Dann. Okay, Axe-Flinger. Booster. Okay, jetzt können wir ihn nicht mehr töten. Oder können wir? Ich glaube, wir müssen jetzt auf 80-ish. Boah, das ist überhaupt nicht gut. Wir brauchen einen Taunter, durch den er nicht durchkommt. Das wird Jaglix sein. Chef Cook Nomi. Alright. Ich möchte keinen Minion zerstören. Der 12-12er macht mir Probleme, Leute. Der macht mir richtige Probleme. Und ich weiß auch nicht, wie ich dagegen ankommen soll jetzt. Besonders da ist halt ein Seliex drauf. Oh nein. Oh nein! Oh mein Gott. Wir haben zwei Leben. Ach, dankeschön für den Heal. Nein, er hat jetzt keinen Heal, oder? God damn it, why? why? Take this. Oh my god. Torned up. Und ein Turn, okay. Fünf Leben. Er hat zwei Karten auf der Hand. Wir haben kein Heal mehr. Oh, Scrooge Lord Garrosh. Oder Scourge Lord? Ich weiß es gar nicht mehr. Heißt das Scrooge oder Scourge? Oh, Scourge Lord. Scourge Lord Garrosh? No way, Alter. Oh. Ich muss ihn jetzt one-hitten. Ah nein, ich verliere automatisch. Oh. Ich verliere automatisch, goddammit. Weil er mich einmal face-attackt und dann ist es GG.
Ah, so unlucky, ey. So unlucky. Wir hätten 42 Damage gehabt. Wir wären sogar durch den Dude durchgekommen. Okay, gut. Es war trotzdem mal eine interessante Sache. Dieses Deck war einfach der absolute Crap. Holy shit, ey. Das war ja echt the nightmare of all times. Alter, schade. Aber wir gönnen uns noch ein Game. Hätten wir ein bisschen mehr Leben gehabt, hätte er nicht diesen Celiax-Play gehabt, wäre es wahrscheinlich fein gewesen. Okay, wir haben jetzt sein Deck übernommen. Und es ist halt ein Taunt Control Warrior. Super Collider finde ich super stark, wenn ich ehrlich bin. Wenn er jetzt Murloc spielt, wäre das halt eine super sicke Sache, den zu keepen. Wir maligen auf jeden Fall mal das Boss. Lol, wir haben Patch. Wie kann Patches in diesem Deck drin sein? How? How is it possible? Ah, den haben sie doch nur reingemacht, weil alle ihn lieben. Bringt Patches zurück, Leute. Bringt einfach Patches zurück. Niemand braucht Sir Finlay Murgleton. Wir wollen Patches. Er ist der neue Dude aus der League of Explorer. Ich weiß es ganz genau. So, und Gegner, jetzt machen wir was hier. Carvings. Ich glaube, die Zahlen bedeuten irgendwie was, wann man den Tavern Brawl irgendwie gespielt hat. Oder wann man halt in das Game reingegangen ist. Oder es sind irgendwelche Punkte oder so und die werden nur hochgezählt, wenn man gewonnen hat oder irgendwie sowas in die Richtung. Und unser Gegner scheint erstmal wahrscheinlich AFK zu sein. Solche Leute mag ich natürlich am meisten. Kann ich ja mal ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es wird jetzt so sein, dass ja das Turnier, das dieses Wochenende hier eigentlich stattfinden sollte, das Stream-Turnier, verschoben wird auf nächstes Wochenende. Das heißt also, ich muss da nochmal ein bisschen abklären, auch mit den Turnierteilnehmern, ob sie da ein größeres Turnier haben wollen, weil eigentlich haben sich theoretisch, glaube ich, so um die 10 Leute irgendwie oder 8 Leute, 9 Leute irgendwie dafür qualifiziert. Und eigentlich würde ich das dann auch gerne für diese 8 Leute nur halten. Aber das Problem ist halt einfach nur, dass ich mir denke, ah, dann werden zu viele Leute wieder rummeckern und alles mögliche. Und deswegen wäre mir eure Meinung mal wichtig. Habt ihr überhaupt Bock, dass ich wirklich so viele Turniere mache? Ich meine, das ist eine relativ anstrengende Sache, gerade auch für mich, weil ich das Ganze organisieren muss. Ich muss da wirklich auch sagen, der Dank hier geht teilweise auch an die Mods raus natürlich. Der gute Skurao hat das letztes Mal echt toll gemacht. Das hat mich wirklich gefreut, dass er hier das Ganze so hingekriegt hat, und weil ich war zu dem Zeitpunkt, war ich halt unterwegs und hatte dann ein Essen mit der Sekretärin. Eins, was schon wirklich, wirklich, wirklich wichtig war, fand ich. Also, was heißt wichtig? Es hat halt geheißen, hey, das Hotel, wo wir halt drin sind, hat so ein Essensding gemacht, und du hast halt zwischen zwei Sachen aussuchen können, und das eine davon war halt ein Candlelight Dinner. Und ich meine halt, hey, warum sollte man sich nicht ein Candlelight-Dinner gönnen, Leute? Wenn das schon die Möglichkeit ist. Also haben wir das dann auch getan. Also wirklich schön. Es hat wirklich leckeres Essen gegeben. Und ja, das hat uns zwar auch echt gut getan, muss ich sagen. Bin wirklich froh, dass wir das genommen haben und nicht gesagt haben, oh ja, nee, komm, wir machen hier jetzt einfach mal Zig und Zag und sowas und scheißen auf Candlelight-Dinner. Leute, der Typ ist AFK, ey. Was soll ich denn machen? Und meine Minions sind halt einfach fucking Late-Game. Mann. Wisst ihr was? Ich schneide es jetzt hier einfach raus, bis er wieder da ist. Bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Wir klatschen jetzt einfach aus dem Leben raus, haben damit das Game gewonnen und kriegen dann auch jetzt die Kartenpackung, auch wenn es nicht wirklich worth to play war. Also sowas ist halt echt immer übelst dumm, finde ich. Die Sache ist halt die, dass dadurch, dass ich dieses Wochenende ja weg bin, habe ich jetzt leider keine Zeit, irgendwie großartig noch weiter den Tavern Brawl zu spielen und aufzunehmen. Und es tut mir auch wirklich leid, dass wir da jetzt nur so einen kurzen Einblick hatten und eigentlich nur zwei Decks gesehen haben. Ich muss mal ganz kurz gucken, vielleicht können wir da mal schnell was schauen. Lass mich kurz schauen. Sind die hier abgebildet? Burn down.
Nee, die Decks sind leider noch nicht abgebildet hier. Ich habe gerade gehofft, dass vielleicht die Brawl-Decks hier mit am Start sind auf Hearth PWN, aber die haben sie leider nicht drin. Deswegen tut's mir leid. Das war's leider für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Das erste Game war ziemlich lustig, ziemlich interessant auf jeden Fall. Schade, dass das hier nicht mit Competitive Decks gespielt wurde. Ich meine, einerseits kann ich es verstehen, man will ja gucken, ob Taunt oder sowas vielleicht jetzt in der nächsten, im nächsten Set dann wieder was werden kann oder sowas. Aber bis jetzt scheint es noch ein bisschen fishy zu sein. Trotzdem fand ich, es war eine echt coole Sache. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Türelü!